dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Internet, es geht los mit der Folge 51 von Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik hier auf dem Gleichsatzkanal. Der munteren Philosophie-Trilogie zum Thema Wir dachten, das wäre konkret, aber es war nur abstrakt. Das letzte Mal aufgehört haben wir, ich, du, er, sie, es, mit kurz vor der Nummer 248 und deshalb geht es jetzt mit derselben weiter. Es heißt hier, es ist ein Irrtum zu glauben, dass es allgemeine abstrakte Ideen gibt, die mit der Wirklichkeit identisch sind. Und diesem Dativ Irrtum unterliegen im Grunde genommen die meisten Menschen, die da annehmen, dass sich irgendetwas durch Worte, Begriffe repräsentieren lässt oder gar sich Worte mit Dingen identifizieren lassen, außer um einem bestimmten Zweck zu dienen. Also jegliche Form der Abbildung, wie auch immer, in Bezug auf eine Erkenntnis oder ein allgemeingültiges, objektives Wissen oder Wahrheit ist von vornherein zum Scheitern verurteilt, beziehungsweise ein Irrtum, wenn es mit Absicht geschieht, eine Lüge. Auf alle Fälle, es ist nicht so, wie es scheint, eben ein Wissen und eine gültige Erkenntnis zu sein. Das wird nur vorgetäuscht mit dem Zweck, andere Menschen glauben zu machen, man hätte ein tieferes Erfassen irgendwelcher Tatsachen, Natur, Realität und so weiter. Hier erschleicht sich jemand den Ruf einer Autorität mit dem Rücken der Dummheit, Naivität seiner Zuhörer. Lohvoller der anderen Seite des Bildschirms. Diese Skepsis, dass diese Ideen oder Worte nicht mit Dingen identisch sind, sondern nur ungefähr und auch nur, weil man es nicht so genau nimmt, einen Sinn und Zweck erfüllen. Dieser Irrglaube ist bei den meisten Menschen verbreitet und hat im Grunde genommen die Stelle der früheren Irrglauben an die bisherigen Autoritäten in Form von Göttern, sprich Religion, oder eben weltlichen Herrscher, Staat, Regierung, Monarchie, wie das früher der Fall war, ist an diese Stelle getreten, um jetzt die Geister in der Einheit einer höheren Autorität in Form einer wissenschaftlichen oder sonst wie allgemeingültig erklärten Wahrheit oder Erkenntnis in diesem Sinne zu ersetzen. Und dieser Aberglaube, der sich im Grunde genommen nicht von irgendeinem anderen Aberglauben, Astrologie und wie sie alle heißen, unterscheidet,
für diesen Aberglauben wird es Zeit, dass damit Schluss gemacht wird und eine andere Auffassung der Gegebenheiten an diese Stelle tritt, um die gegenwärtigen oder zukünftigen Verhältnisse dahingehend beeinflussen zu können, dass die Idee der Demokratie überhaupt erst einen Sinn bekommt und die Masse der Menschen nicht mehr sozusagen auf Halde gehalten wird in einem Bereich der Allgemeingültigkeit, der mit ihrem persönlichen, konkreten Dasein, Existenz nur im übertragenen Sinn etwas zu tun hat. Eben nur als logischer Rückbezug, eigentlich nur als Gedanke. Und erst wenn dieser Aberglaube zerstört ist, kann die Idee der Demokratie überhaupt einen Sinn haben und eine Funktion dahingehend erfüllen, dass sich Herrschaft und Macht, die sich aus irrationalen Gründen legitimiert, immer mehr reduziert und nur noch das legitimiert wird, was auf einer breiten Basis als legitimiert anerkannt ist. Und diese breite Basis besteht nicht mehr aus eher unbedarften Gemütern und Leuten, die im Grunde genommen nicht allzu viel Ahnung haben und sich in ihrer Meinungsbildung auf das verlassen müssen, was man ihnen so von denjenigen Stellen, die Positionen der Allgemeingültigkeit da angenommen haben, von denen serviert bekommen. Damit wäre dann mehr oder weniger Schluss. Und wie eine neue Welt dann aussehen könnte, wo die Masse der Menschen nicht nur mitreden darf, theoretisch mitreden darf, sondern die Argumente auch in ihrer Qualität zählen und nicht nur in ihrer Quantität, weil auf solche Argumente geachtet wird und auch werden muss und auch die entsprechenden Rahmenbedingungen vorhanden sind, um solche Argumente zu wägen. Nicht nur jetzt wie da aufgrund der neuen Medien immer mehr von diesen Kommentaren und Meinungsbildungen an die Öffentlichkeit geraten, müssen jetzt Facebook und Co. Leute einstellen, die das alles beurteilen. Also solche Kontrollinstanzen sind nur deshalb erforderlich, weil es keine anderen gibt. Also die Meinungsbildung nicht schon im Erziehungssystem so integriert wird, dass es zu solchen Auswüchsen jetzt, was Facebook angeht, nicht mehr kommt, aber auch zum anderen. Eine solche Meinungsbildung an ganz konkreten Projekten dann ihre Auswirkung hat, sodass das, was jetzt alles mehr oder weniger abstrakt für die Bevölkerung entschieden wird, nicht mehr so der Fall sein wird. Aber genug aus der Schule geplaudert, ich konzentriere mich hier
darauf, das Bewusstsein in Bezug auf das, was alles so gesprochen und geschrieben wird, zu schärfen mit der Nummer 249. Da heißt es, die Abstraktion fasst die Dinge der Umwelt so auf, wie es zur Befriedigung der praktischen Lebensbedürfnisse nützlich und förderlich ist. Das heißt jetzt de facto, für die meisten Menschen stellt sich die Frage der Abstraktion nicht, weil die Worte so, wie sie praktisch nützlich sind und sinnvoll sind, um sich im Alltag zu verständigen, diesbezüglich gebraucht werden. Es ist aber nur eine Frage der Genauigkeit. Es ist nur deswegen, weil hier keine Reflexion stattfindet. Deshalb genügt dieser Sprachgebrauch. Würde hier eine Reflexion stattfinden, und zwar nicht eine solche, dass jemand jetzt lediglich zum Zweifeln gebracht wird und dann auch keinerlei Denkmittel zur Verfügung hat, um aus diesem Zweifel dann herauszukommen als Einzelner, weil die entsprechenden Rahmenbedingungen so gestaltet sind, dass hier auch Diskussionen und überhaupt die Meinungsbildung, die Urteilsbildung und überhaupt das Heranreifen einer Weltanschauung ganz anders stattfindet. Also nicht nur, wie es in den USA gibt es zum Beispiel so Debattierclubs und Debattierstunden, da wird das Argumentieren schon früh geübt. Das ist im Prinzip vom Ansatz her gar nicht so falsch, aber es Stehlen, hätte ich beinahe gesagt, der Urteilskraft, dieses Formen der Urteilskraft und Heranbilden, der Trainieren der Urteilskraft muss natürlich auf alle Begriffe ausgedehnt werden und jetzt nicht nur speziell die politischen, sondern auch die wissenschaftlichen, und es darf dabei grundsätzlich nichts ausgespart bleiben, um eine möglichst große Freiheit für die einzelnen Menschen, sich ihren Platz oder ihre Meinung zu bilden, da zu schaffen. So, jetzt aber 249, ja, das war's ja schon. Das war es ja schon mit dem, was alles praktisch genannt wird, ist in keinster Weise praktisch. Praktisch kann etwas nur sein, ist im Grunde genommen nichts anderes als die Bezeichnung dafür, dass etwas nicht reflektiert stattfindet. Und sobald die Reflexion, die da stattzufinden hat, ist die, dass Worte auch nur ihren praktischen Wert haben, aber keinen höheren Erkenntniswert. Dass dazu, um eine höhere Erkenntnis zu gewinnen, ein ganz anderes Bewusstsein notwendig ist. Und jeder, der jetzt meint, jeder praktische Durchschnittsalltags-Normalo, der jetzt meint, er könnte in politischer Hinsicht etwas mitreden, der unterliegt da einem haltlosen Glauben und einer Hoffnung, einem Idealismus, für den es da eigentlich kein, da ist nur die Vorstellung möglich, dass vielleicht auch noch viele andere so denken und deshalb eine Auswirkung zustande kommt und sich dann die Politik darum kümmern muss. Das ist alles.
Aber diese Grenze, ab wann, ab wie viel Stimmen jetzt sich die Politik darum kümmern muss, die ist von Fall zu Fall ist die sehr schwammig und verschieden. Letzte Zeit hat es da so Petitionen gegeben, Internetpetitionen, da war dann von 50.000 oder 100.000 Stimmen die Rede und die wurde dann dem Abgeordneten übergeben. So auf die Art funktioniert es bisher. Zu irgendeinem neuen Internetgesetz genützt hat es nichts. So schaut es praktisch jetzt mit der Regierungsbeteiligung oder der Demokratie aus. Andere Meinungen, die jetzt nicht innerhalb so einer Petition stattfinden, die werden noch weniger berücksichtigt. Und es häufen sich diejenigen, denen das immer mehr klar wird, dass das, was sie denken und wollen, in keinster Weise berücksichtigt wird. Aber immer groß getönt von Demokratie. Ich komme zur nächsten Nummer 250. Ein Zitat ohne Autor ist jetzt auch schwierig. Ja, habe ich mir gedacht, wenn jetzt des Öfteren der gleiche Autor zur Stelle wäre. Dann ja, da muss ich jetzt leider passen. Hinter mir, so muss ich die Spalte. Ich denke, das war Fritz Mautner. Fritz Mautner, genau, weil ich mir schon mal gedacht habe, da gibt es von Wittgenstein sowas Ähnliches mit einer Sprosse und die dann hinterher dann wieder umwerfen, die Leiter, wenn man da hochgeklommen ist. Und damals habe ich mir gedacht, ja, das habe ich schon mal bei Mautner gelesen. Das ist jetzt allerdings schon wieder 30 Jahre her, aber mehr kann ich jetzt hier zu dem Autor dieser Textstelle hier nicht bieten. Ich denke mal, es geht auch ohne, weil letztlich zählt sowieso nur der Inhalt dessen, wovon hier die Rede ist. Also, ich starte. Will ich emporklimmen in der Sprachkritik, die gegenwärtig das wichtigste Geschäft der Menschheit ist? Also, dem kann ich jetzt auch nur zustimmen und deswegen so in der Hinsicht, auf dem Level bewegt sich ungefähr meine eigene Motivation. Was die Sinnlosigkeit in Bezug auf die Wirkung angeht, das ist wieder eine andere Geschichte, weil, wie gesagt, alles andere noch sinnloser ist, aber die Kritik oder die Arbeit jetzt an Sprache und Denken in Bezug auf Wissen und Erkenntnis. Das ist die Sache, an der gearbeitet werden muss, weil sonst Rationalität, Vernunft und Logik so in der Richtung alles nicht mehr haltbar ist. Also das ist der berühmt-berüchtigte Untergang des rationalen Abendlandes, der schon seit einigen Jahrzehnten immer mehr um sich greift. Also die Niveaus von jetzt nach der Aufbruchszeit, nach diesen Kriegen im 20. Jahrhundert, die sind werden pausenlos immer wieder unterschritten. Mag jetzt durch die neuen Medien der Ablenkungsfaktor noch ein umso größerer sein. Das muss man jetzt erst einmal abwarten, ob sich dann die Big Picture, die Menschheit wieder fängt von ihrem neuen Spielzeug, dann wieder etwas nüchterner wird und es versteht, das Sinnvolle, Nützliche zu nutzen und die eher unangenehmen Erscheinungen
so zu verstehen, dass ja, verbieten hilft auch nicht, aber wenn es weniger Bedürfnisse an solchen Angelegenheiten gibt, weil eben auf der anderen Seite solchen Bedürfnissen vorgegriffen wird durch eine andere Erziehung, Bildung, so ungefähr in der Richtung. Also das wichtigste Geschäft der denkenden Menschheit ist, so muss ich die Sprache hinter mir und vor mir und in mir vernichten. So ungefähr schaut es aus und das hat dann auch die Auswirkungen, das sind schockartige Auswirkungen, weil du stehst vor dem totalen Nichts mehr. Es gibt keinen Gedanken, der nicht angezweifelt wird. Und wenn man da für sich alleingestellt ist und verloren ist, bedeutet das den völlige Depression, eine Aussichtslosigkeit, Hoffnungslosigkeit, wie das jemals besser werden könnte, weil auch gar nicht die Mittel vorhanden sind. Es ist schlimm, wirklich schlimm, aber das ist eben notwendig. So wie man unter Umständen ein Bein amputieren muss, weil sonst der Wundbrand den ganzen Körper zerstört. So ist es mit der Kritik der Sprache hinter mir, vor mir und in mir. Und wenn es dann, also ich steige die Leiter hinauf, das ist hier das Bild, die Sprosse der, jede Sprosse der Sprosse der Leiter zertrümmern, indem ich sie betrete. Wer folgen will, der zimmere die Sprossen wieder, denn das ist jetzt, was die Frage der Allgemeingültigkeit angeht, das hier beweist sich da jetzt die Einwände von etwas eher unreflektierten Gemütern, dass man ja, man will ja mit der Sprache die Sprache kritisieren und das kann doch nicht hinhauen. Es ist so wie ein Feuer im hölzernen Ofen, hat es schon gegeben, diese Beispiele. Das ist vollkommener Schwachsinn, weil ja gar keine Verallgemeinerung möglich ist. Es muss jeder wer folgen will, der muss sich jede Sprosse wieder neu bauen. Sonst hat man das nicht verstanden und es geht an einem vorbei. Dann wird es wahrscheinlich auch gar nicht zu diesem Schock der totalen Zerstörung kommen. Aber so schaut das im Prinzip aus. Jeder zerstört seine Sprossen dann wieder hinterher. Da ist nichts Bleibendes, weil es nur ein Bewusstsein ist, das immer wieder neu mit dem Gegenstand der Aufmerksamkeit dann neu entsteht und mit dem Gegenstand, mit der Aufmerksamkeit dann auch wieder weg ist. Alles klar. Dann geht es weiter zur Nummer 251, aber ich schaue nochmal auf die Uhr. Knappe 5 Minuten. Bertrand Russell, ein Mann mit der Natur einer Schildkröte, weiß nicht, 100 oder knapp 98 Jahre alt geworden, sehr verdient, im Herzen Mathematiker, einer der vielen, neben Husserl oder Peirce, die gemeint haben, ja, sie müssten jetzt die mathematische Logik in die Philosophie bringen. Und können jetzt da ganz in den großen Wurf landen, mit mehr oder weniger wieder den mathematischen Methoden, was von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, wenn man begreift, um was es hier geht bei der Begriffsbildung. Also Bertrand Russell schreibt in seinem ziemlich verkauften Taschenbuch, dann auch in Deutschland, Eroberung des Glücks, bei solchen
Amen und dann von einem Bertrand Russell, der sich als kritischer Geist mit seinem Russell-Tribunal, Vietnamkrieg war das, denke ich mal, da einigen Ruf erworben hat. Und wenn der etwas zur Eroberung des Glücks dann sagt, dann sind sie alle da, die Massenmenschen, und glauben, hier was abstauben zu können. Aber jetzt für unsere Abteilung hier, Abstraktionen, Nominalismus, ich zitiere: Die Rechtfertigung für unser Streben nach der größtmöglichen Verallgemeinerung besteht also darin, die Zeitverschwendung zu vermeiden, für bestimmte Spezialfälle etwas beweisen zu müssen, was sich möglicherweise mit unbeschränkter Allgemeinheit beweisen lässt. Das ist wieder der Nutzenaspekt, gegen den ist nichts zu sagen. Eine Automatisierung, ein bestimmter Arbeitsablauf, der immer wieder derselbe ist, da kann ich auch einen Roboter hinstellen, der nicht überlegen muss, der automatisch eben da ohne Zeitverschwendung, ohne nachzudenken, ja, mit was haben wir es hier zu tun, ohne neu das Rad erfinden zu müssen, ist dann aber nur dann gegeben, wenn das tatsächlich erfahrungsmäßig dann auch so ist und nicht etwa dann Fälle auftauchen, wo die Maschine dann daneben greift oder jetzt das Werkstück zerstört oder weil man es mit einem Menschen zu tun hat, der jetzt unter ganz anderen Voraussetzungen da zur Debatte steht und die altbewährte Formel dann nicht mehr greift, dann ist es vorbei mit dieser Rechtfertigung, dann ist die Rechtfertigung nicht mehr gegeben. Und die ganze Verallgemeinerung steht und fällt eben mit dieser Rechtfertigung. Und genau so ist es auch mit dem, was so alles an Allgemeinheit, Verallgemeinerung unterwegs ist und als Allgemeingültigkeit behauptet wird, womit man sich eine Erkenntnis erschleicht, die nicht vorhanden ist. Gerade mal in Bezug auf das allgemeine Interesse. Und eine gründliche Analyse dieser Umstände, was es mit diesem Terminus zu tun hat, auch mit der Verankerung in Grundgesetz, würde da einige unliebsame Resultate zutage befördern. So, aber diesen dicken Otto, den werde ich jetzt nicht mehr über die Runde bringen. Genau, hier erhalte ich mein Zeichen, dass die halbe Stunde vorbei ist. Ich kann auch nichts vorziehen. Hier der 254er, der schaut so aus, als wäre er eine kurze Sache, aber weit gefehlt, das hier zu klar zu machen, zu erläutern, verschiedensten Zusammenhängen, was das Formalproblem überhaupt, was das heißt, eine Formalie. Wie bisher Sachen als bloße Formalie behandelt werden, die jetzt wieder Achtung, Sprachgewohnheit, die bei Gott keine Formalie sind. Das ist Aufgabe unter anderem hier des Gleichsatzkanals Genitiv, der Schwester-Bruder-Institution zur Gleichsatz.de Webseite, bestes philosophisches Webseite, politikphilosophisch muss ich dazu sagen, weil bisher die Einteilungen so sind, dass Philosophie im Grunde genommen nichts mit Politik zu tun hat oder Politikwissenschaften wenig mit Philosophie.
So, aber das war's jetzt. Ich markiere das hier nochmal. Folge 51 ist Geschichte, zumindest für die Produktion noch nicht ganz. Ich muss noch kleine Korrekturen anbringen, aber ansonsten dies hier von meinem Hannibal, dem Lokomotivführer alias Werner G. Petschko, meistverkannten Denker dieser Tage und der letzten 30 Jahre, und out.